Hey Luigi, was ist los? Ich bin hier im Geisterhaus, um dich zu retten. Was ist passiert? Hä? Bruderherz, da bist du ja endlich. Ich habe die Toads aus den Augen verloren. Es war furchtbar. Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Galaxy. Hier auf Katze. Weiter geht es mit unserem Superklempner, denn wir haben noch viele Sterne vor uns, die wir uns krallen möchten. Und heute geht es in die wunderschöne, wunderbare Küche. Oh, fängt ja schon mal super an, ich stürze ja schon fast ab. Aber wenigstens habe ich jetzt diesen einen Abpilz gefunden. Hat sich also gelohnt. Und ihr seht es schon, man kann eigentlich nicht wirklich hier herunterfallen. Man wird gleich wieder nach oben befördert. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Super Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, damit ihr keine Videos mehr von Mario verpasst. Jetzt sind wir in der Küche. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Ja, das stimmt wohl, lieber schwarzer Luma. Dann wollen wir uns mal um die Küchenlevel hier kümmern. Völlig neu für uns. Und wir gehen als erstes hier in diese Galaxie. Das ist, oh, die Glasstrand-Galaxie. Oh, die ist wunderschön. Die ist richtig, richtig schön. Also ich bin da wirklich sehr gerne. So, was glitzert da am Meeresboden? Tja, das ist wohl die Frage. Wow. Das ist ja mal schön. Und ein Pinguin im Wasser. Okay, schaut mal, wie schön dieses Level aussieht. Eine Glaskuppel umgedreht. Hallo, Herr Pinguin. Das ist das Paradies der Pinguine. Der Glasstrand. Willkommen am Glasstrand. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. So. Ah, das Wasser ist auch wunderschön hier. So klar. Und angenehm, nicht zu kalt, nicht zu warm. So wie man sich einen schönen Strandurlaub eben vorstellt. Und ihr seht schon, was meine Aufgabe sein wird. Ich muss 5 Sternensplitter einsammeln, die zum Teil hier unter Wasser versteckt sind. Vielleicht sogar alle. Wo genau, das weiß ich selbst nicht, aber wir finden das schon gemeinsam heraus. Schubidu, Schubida, da vorne bei der Muschel, hey! Kannst du bitte nochmal aufmachen? Okay, bitteschön. Dankeschön. Das war Splitter Nummer 3. Ein Bläschen. Ah, wir haben wieder frische Luft. So. Dann da vorne noch ein Splitter. Oh, ein Zitteraal. Eieiei, nicht fressen bitte. Jetzt fehlt uns aber noch ein Splitter. Irgendwo scheint dieser zu sein. Frage ist nur, wo? Okay, da ist erst einmal nichts. Dann müsste irgendwas... Was ist hier in dem Kasten? Ja, da war er! Ha! Wir haben alle Splitter und es erscheint ein neuer Stern, der uns gleich nach oben befördern wird. So. Einmal rausgeschossen aus dem Wasser und nach oben. Tada! Jetzt sind wir hier. So. Wie kriege ich den Hinweis? Oh, Noten, Noten! Hier sammeln wir Noten. Hallo Wiggler, schön, dass du da bist. Da, 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 da. Wow, 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 Mario, schön die Kurve nehmen. Sehr gut. Hier wird natürlich alles eingesammelt. Und geschafft. Und es erscheint ein Abpilz. Den erreiche ich... Oh, aber nicht so einfach, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. So, Plattform aktivieren. Und ich gehe gleich einmal um die Ecke, beziehungsweise... Komme ich hier nach oben? Nur schwer, schade. Na gut, Moment, Moment. Ich dachte, ich kann abkürzen. Aber Mario macht wohl keinen Wandsprung an dieser Stelle. Also, nochmal den Block hier aktivieren. Und dann einmal ringsherum laufen. Außer aber, Moment, das will ich noch versuchen. Oh, komme ich da auch nicht hoch? Muss ich wirklich außen rumlaufen? Okay, ich sehe schon. Gut, dann müssen wir noch mal kurz warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Dann aktiviere ich noch mal den Schalter. Und renne kurz herum zur Treppe, zu diesem Podest, das für mich erbaut wurde. Mario, Konzentration! Oh, je, je, je. Oh, hier ist aber schnell. Nicht, dass es gleich wieder verschwindet.
Zack. Oh, 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 oh. Beeilung, Beeilung. Ui. Gerade noch durch den Wandsprung gerettet. Was haben wir hier? Na, da komme ich jetzt aber mit Sicherheit mit dem Wandsprung nach oben. Ja, locker flockig. Und da ist der Stern versteckt. Wir befreien dich. Wie schön, wie schön, wie schön. Unser erster Stern hier am Glasstrand. Ich finde es wunderbar. Stern erhalten. So muss das laufen. Und da kommen wir schon zurück und freuen uns darauf, dass dieser Stern in unsere Hände gefallen ist. 26 Sterne. Es fehlen noch, ja, knapp unter 100. Und ein neuer Luma ist aufgetaucht. Ja, den besuchen wir später. Ich möchte mich um das nächste Level kümmern. Gehen wir erstmal dahin. Und das ist die Phantomgalaxie. Ah ja, jetzt geht es also so richtig los mit den Geistern. Spooky, 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 spooky. Rette Luigi aus dem Spukhaus. Luigi! Mein Bruder! Luigi! Was machst du denn schon wieder im Spukhaus? Typisch Luigi. Ich hoffe, er hat wenigstens den Schreckweg 0816 dabei. Oder 0815? Ich weiß es nicht. Egal. Ich muss Luigi retten. Ich nehme mal den Stern und pfeffer mich einmal darüber. Steht das Haus irgendwie auf dem Kopf? Hey, sag mal, was macht ihr denn hier? Halloween ist schon lange vorbei. Weg mit euch. Und tap. So. Du auch, mein lieber Freund. Immer diese Goombas, die sind echt überall. Geben die irgendwas? Nee. Okay. Eine Spinne. Die sind aber auch irgendwie süß, die Spinnen hier. Na, komm schon. Jetzt aber. Noch mehr Sternsplitter. Wir müssen unseren Bruder retten. Bruder, ich komme. Und irgendwie dreht sich hier alles. Ah, Moment mal. Das Geisterhaus, das Spukhaus, das steht gar nicht auf dem Kopf. Das sah nur so aus. So, jetzt sind wir hier drin. Aua. Also im Moment muss ich sagen, im Spukhaus sieht es eigentlich ganz nett aus. Hier haben wir ein Lämpchen. Ah, die Geister, Moment. Die Geister locke ich in die Lampe. Weil Licht ist nicht gut für Geister. Zumindest für diese Buhus. In Wirklichkeit gibt es ja keine Geister, von daher ist es irrelevant. Aber hier im Spiel ist es wichtig, dass ich die Geister mal kurz besiege. Vor allem diesen hier. Ha, ihr seht es schon. Er hatte den magischen Schlüssel für dieses Spukhaus. Los, 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 los. Luigi, wo bist du? Luigi? Immer noch keine Spur. Dafür ganz viele von diesen Goombas. Ah, Moment mal. Und Sternensplitter, die uns einen großen Stern ergeben. So. Oder was heißt ergeben? Schenken? Geben? Wie auch immer. So, Moment, Moment, Moment. Okay, perfekt. So, dann hier die Ecke. Oh, Moment, Moment. Oh ja, sehr gut. Ein Splitter gibt es noch irgendwo. Den muss ich noch ausfindig machen. Der ist bestimmt hier in der Nähe des schwarzen Loches, oder? Irgendwo? Da oben, an der Decke. Okay, Moment, Mario, beeil dich, aber sei bitte vorsichtig. So, einmal da hoch. So, und da oben ist er. Achtung. Oh, jetzt müssen wir hier auf dem Kopf laufen. Pure Konzentration. Jetzt habe ich's. Und da einmal durchs Fenster und dann kann ich mich durch... mit dem Stern durch das Fenster schießen, denke ich. Und... Wow! Luigi, ich komme und rette dich! Könnte Luigi irgendwo in den Fenstern sehen? Also ich nicht. Moment, der ist da oben, glaube ich, oder? Der ist bestimmt da oben. Luigi, ich komme gleich. Oh, jetzt müssen wir irgendwie den Schlüssel holen. Ja, das erfordert etwas Konzentration. Achtung. Da, ich muss mich jetzt kurz fallen lassen und dann gleich schnappen. Wow, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Aber ich habe den Schlüssel. Achtung, Geister, Geister, Geister. Das ist Licht, das tut mir nichts. So, was haben wir hier? Eine Münze. Oh, eine neue Verwandlung für Mario. Ich bin jetzt Geist Mario. Und ich kann mich unsichtbar machen. Sehr cool. Geister Mario. So, jetzt kann ich, wenn ich mich unsichtbar mache, hier durch diese Wand hindurch. Hier ist sehr gut. Und hier ist irgendwo Luigi.
Da, ich sehe ihn. Seht ihr ihn? Links? Luigi, ich bin gleich da. Ah, ein Geist. Luigi, ich bin's. Hilfe. Moment, Moment. Ich muss mich erstmal vom Licht treffen lassen, dann werde ich wieder normal. So. Luigi, mach dir keine Sorgen. Ich bin's, dein Bruder Mario. So, Moment. Wenn er mich gleich sieht, dann hat er keine Angst mehr. Hey, Luigi. Bruderherz, da bist du ja endlich. Ich hab die Toads aus den Augen verloren. Es war furchtbar, aber ich hab einen Powerstern gefunden. Siehst du? Ich bin doch zu etwas zu gebrauchen. Auf jeden Fall, Luigi. Du hast es geschafft. Da ist der wunderschöne Powerstern. Ab nach Hause. Du sagst es, mein Bruder. So, komm, wir haben uns beide den Stern geschnappt. Yay! Luigi! Schön, dass du da bist. Wir bringen dich auch zur Sternenwarte. Hier bist du sicher. Hallo Rosalina. Darf ich dir meinen Bruder Luigi vorstellen? Sehr cool. Glatt gelaufen. Mal gucken, was Rosalina sagt. Willkommen zurück. Look. Dort drüben ist jemand, der behauptet, dein Bruder zu sein. Als ich ihn fragte, sagte er mir, er wolle zusammen mit dir Powersterne suchen gehen. Ihr habt euch bestimmt viel zu erzählen. Schaut doch mal bei der Garage vorbei. Luigi! Ich hab dich vermisst, Bruderherz. Schön, dass du endlich da bist. Ich wusste gar nicht, dass du hier im Spiel bist. Hab ich ganz vergessen. Luigi, wie geht's dir, ha? Huh? Mein guter Freund. Bruder, du suchst doch nach Powersternen, oder? Dann will ich dir dabei helfen. Wahrscheinlich hast du in der Eierplanet-Galaxie einen übersehen. Wenn ich ihn gefunden habe, schreibe ich dir einen Brief. Versprochen! Okay. Das ist doch mal super. So. Luigi ist sozusagen wieder ein Teil von uns, dadurch, dass wir ihn gefunden haben. Mal gucken, was hier steht, was der Toad sagt. Hier ist ein Brief von Prinzessin Peach. Lieber Mario, ich bin im Moment an einem Ort ganz weit weg, aber das ist schon in Ordnung. Du wirst mich bestimmt retten kommen. Ich glaube fest daran. PS, ich habe dir mit diesem Brief was mitgeschickt. Ob es dir hilft? Von Peach. Dem Brief sind ein Abpilz beigefügt. 5 Stück. Nimmst du die Lieferung an? Na klar. Oh, selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin wundervoll fürsorglich. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, lieber Toad. So, dann wollen wir doch mal nachsehen, ob wir noch ein paar Sterne ergattern können. Natürlich können wir das. Die Frage ist nur, in welcher Welt? Wo wollen wir als nächstes hin? Oh, theoretisch könnt ihr auch noch den großen Luma hier füttern. Na, wie geht's dir eigentlich? La 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 la. Hey du da, hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen. Ganz viele davon will ich essen. La 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 la. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 600 esse, verwandle ich mich. Okay, wenn das so ist, dann würde ich sagen, guten Appetit, mein Freund. Uiui, richtiger Vielfraß. Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Ui, der war aber richtig aufgebläht. Ich glaube, der sollte erstmal ein Verdauungsschläfchen machen. Neue Galaxie geboren. Supidupi. Dann, Mario, lass uns gleich mal dahin fliegen. Und schauen wir doch mal, was uns dort erwartet. Ausbruch der Riesenaale. Die Tränengalaxie. Oh oh. Das sieht nach Ärger aus, wenn ihr mich fragt. Gucken wir doch mal, was die Pinguine so berichten werden. Einmal drumherum. Und dann gleich wieder dorthin. So, willkommen in der Galaxie. Wie geht es dir? Seit diese Riesenaale aufgetaucht sind, können wir keine Fische mehr fangen. Kannst du nicht diese Aale besiegen? Der redet richtig lustig. Ich mach sie platt für euch. Aber sind die Riesenaale denn böse oder wollen die einfach nur ihr eigenes Territorium in diesem Bereich haben? Das ist die Frage. Aber gut.
Ich tue mein Bestes. Und ich kann sie nur besiegen, indem ich diese Schildkrötenpanzer, diese Cooperpanzer gegen diese Aale werfe. Und da sind zwei, wenn ich das richtig gesehen habe. Achtung. So, Treffer Nummer 1. Ah, pro Aal nur ein Treffer. Rote Panzer gibt es auch. Die sind ja zielsuchend. Zumindest ist das so in Mario Kart. Ob uns das hier auch gelingt? Schauen wir mal. So, da vorne. Und Achtung. Volle Kraft voraus, Freunde. Uiuiui. Ui. Oh, das zählt sogar als Treffer, weil ich den mit meinem Panzer berührt habe. Okay. Jetzt bin ich an der Münze vorbei. Halb so wild. Es gibt hier noch einen Schildkrötenpanzer. Und es gibt hier auch übrigens immer wieder Truhen, in denen was drin ist. Aber sicherlich nichts, was so wichtig ist, dass wir hier auch anders an den Stern kommen. Oh nö, der Treffer ging total in die Hose. Ja, das geht noch besser, definitiv. Soll ich da eigentlich mal reingucken? Ja, ich kann nicht nur mit den Panzern öffnen, oder? Ja, theoretisch könnte ich da mal reingucken. Oh, 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 Energie. Ja, sehr gut. So, entweder treffe ich jetzt gleich den lieben Herrn. Herrn Aal. Oh, da ist er ja. So, jetzt Achtung. Diesmal treffe ich aber. Oh, super. Ein super Treffer. Und da erscheint der Stern. Da, direkt bei diesem wunderschönen versunkenen Schiff. Dann wollen wir schnell mal dahin surfen, dahin schwimmen und uns diesen holen. Mario, ich gratuliere dir. Das war phänomenal. Stern erhalten. Cool. Und wieder zurück zu Rosalina. Immer wenn man in einer Spezialwelt war, zum Beispiel die Luma-Galaxien, kommt man direkt zu Rosalina. Und das ist doch schön, mal wieder bei der lieben Rosalina vorbeizuschauen. Ja, Rosalina. Oh, wir haben ein neues Bilderbuchkapitel. Oh, was ist jetzt los? Hier ist ein Brief von Luigi. Ich habe den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft dir, mich zu finden. Von Luigi. Ich weiß genau, wo er ist. Was ist das für ein Ort? Er wirkt vertraut, aber andererseits auch wieder nicht. Damit du Luigis Aufenthaltsort nicht vergisst, gebe ich dir dieses Foto. Wenn du das Foto sehen willst, drücke Plus, um den Pausebildschirm aufzurufen. Dann wähle das Briefsymbol, um das Foto zu betrachten. Okay. Es ist aber, glaube ich, ziemlich klar, wo er sich befindet. Und zwar ist das das Häuschen im allerersten Terrassenlevel. Genauer gesagt im Eierplanet. Denn Luigi hat ja vorhin auch gesagt, als wir mit ihm gesprochen haben, dass er behauptet, dass er im Eierplanet, in der Eierplanet-Galaxie, noch einen Stern gesehen hat. Und diesen holen wir uns, denn den bekommen wir von Luigi, wenn wir mit ihm gesprochen haben. Und das ist echt ziemlich einfach und schnell erledigt, denn der Luigi steht schon im Startbereich und wartet dort auf uns. So. Ich versuche gleich mal mit einem Dreisprung nach oben zu kommen, da oben steht er schon. Und. Wow, das ist mir direkt gelungen. Hallo, Luigi. Du hast mich wieder gerettet. Auf dich ist eben Verlass, Bruderherz. Du willst den Powerstern, oder? Den habe ich gefunden. Hier. Ja, zeig mal. Wow, der funkelt ja richtig schön. Na gut, zugegeben. So wie alle anderen Sterne auch. Nimm den Powerstern. Komm, Luigi, das haben wir wieder zusammen geschafft. Yay! Du hast ihn gefunden und ich habe dich sozusagen eingesammelt. Jetzt sind wir wieder zurück. Cool. Das hat doch mal wieder super glatt funktioniert. Luigi im Eiersternhaufen oder wie der Stern auch hieß. Wir müssen übrigens weitere Sternenteile sammeln, denn der letzte Luma hat uns einfach mal 600 weggemampft. Jetzt haben wir nur noch knapp 400. So, lass mal überlegen. Auf der Liste gibt es immer wieder interessante Hinweise bei Rosalina, wo es nämlich diese Kometen gibt. Risikokomet, Tempokomet und einer ist zum Beispiel hier. Im Honigbienenkönigreich. Ein Schattenkomet. Und wisst ihr, wen wir da treffen? Wer Mario Sunshine gesehen hat, wird es wissen. Mario Morgana. Ja, wenn es Mario Morgana ist, ja, man kann auch behaupten, es ist einfach nur Schatten-Mario oder Galaxie-Mario.
Für mich war das immer Mario Morgana aus Mario Sunshine. Man könnte vielleicht sagen, dass es durchaus Bowser Jr. ist. Denn Bowser Jr. gibt es ja in diesem Spiel. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwo gleich werden wir ihn treffen. Ach nee, da ist er ja auch schon. Komm her, wir machen ein Wettrennen. Okay, komm. Lass uns ein Wettrennen veranstalten, wer zum ersten beim Stern ist. Oh, der ist aber echt gut. Ich dachte schon, ich falle jetzt. Ja, Weitsprünge sind wichtig. Viel schneller als Mario Morgana, Schatten Mario, wie auch immer, bin ich aber nicht. So. Oh, ja, zum Glück habe ich den Drehsprung drauf. Sonst hätte ich jetzt hier ein großes Problem. In Mario Odyssey hat man zum Beispiel den Sprung mit Cappy. In Mario Galaxy den Sprung mit Luma als Drehsprung. Oh nein, 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 jetzt aber schnell. Nach oben. Der ist uns dicht auf den Fersen, glaube ich, oder? Aber nur noch ein kleines Stück, der müsste da hinten sein. So, eieieiei, aber nicht runterfallen. Da vorne ist er, da vorne ist er. Nur noch wenige Schritte, komm, komm, Mario, du schaffst es! Ja! Wir haben es geschafft und Mario Morgana war eindeutig zu langsam. Tja, so ist das nun mal. Und da kehren wir zurück. Cool! Honigbienenkönigreich erledigt und eine neue Galaxie wurde entdeckt. Ah ja, in der Küche. War ja klar. Das müssen wir uns auf jeden Fall genauer ansehen. Aber erstmal sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite gibt es weitere Videos. Tippt damit euren Finger drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Würde mich sehr, sehr freuen. Bleibt katztastisch!